Jubel herrscht im Schwarzer Stadion nach dem Schlusspfiff beim SCS. Soeben haben die Spieler von Trainer Martin Hofbauer den tabellenvierten Kitzbühel souverän mit 5:0 besiegt. Der Tabellenführer der UPC Tirolliga spielt an diesem Abend trotz Dauerregen von der ersten Spielminute an meisterlich. Der Torreigen der Schwarze wird in der 14. Minute eröffnet. Torschütze zum 1:0 ist Stefan Klausner. In der 22. Minute erhöht Kapitän Benny Reiter mit einem Full-Elfmeter zum 2:0. Mit dieser Führung geht es in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sehen die rund 400 Zuschauer weiterhin eine feldüberlegene Heimmannschaft und auch wieder Tore der Schwarzer. In der 56. Minute das 3:0 durch Patrick Kapferer. Und nach dem 4:0 durch Sebastian Huber in Minute 66 fixiert Kapitän Benny Reiter mit einem Elfmeter-Tor in der 74. Minute den Endstand zum 5:0. Der SCS steuert nach diesem Heimsieg mit Riesenschritten den Meistertitel in der UPC Tirolliga zu.